Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr. Heute möchte ich ein paar Bilder und Videos von dem baubefindlichen Harzkamel zeigen. Als Grundlage nutze ich meine beiden V100. Die Haube von der V100.1 und den Antrieb von der V100.4. Neu ist das Drehgestell. Jeweils drei Achsen, davon die mittlere seitenverschiebbar und die zwei äußeren angetrieben. Hier sieht man mal das Drehgestell von unten mit den angetriebenen Achsen und der seitenverschiebbaren Achse in der Mitte. Das ganze Drehgestell ist rein aus Technikteilen gebaut, dadurch schön stabil und kompakt. Der Platz außen wird dann für die Raddeko genutzt. Beim Fahrtest hat mich insbesondere interessiert, wie sehr wird dieses Kamel seinen Namen gerecht und wackelt auf den Schienen hin und her. Ich bin gespannt, wie sich das mit dem weiteren Gewicht vom Aufbau entwickelt. In dieser Aufnahme sieht man schön die Arbeit der seitenverschiebbaren Achse. Der Kurvenradius der Schmalspurschienen von Trixbrix beträgt R36. Im Testkurs habe ich noch zwei R88 Weichen von Trixbrix verbaut. Diese stellen natürlich kein Problem dar. Eine kleine Übersicht über den gesamten Testaufbau. Im linken Bereich habe ich ein 3-Schienengleis für Normal- und für Schmalspur. Hier wird das 3-Wege-Gleis verlassen und es beginnt der reine Schmalspurbereich. Nachdem ich den Radstand passend zu den Trixbrix-Schmalspurgleisen eingestellt habe, gab es keinerlei Probleme mehr. Der Abstand beträgt leicht mehr als 2 Noppen. Ich denke, die technische Basis passt und ich kann mich um die Deko kümmern. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!